Hallo und herzlich willkommen hier. Ich bin Mark Coxy, der Cox-Baron. Cox-Baron. Cox. Wir sind hier im Mr. Wupe, Wuper, Duper, Upi. Super, Upi, Dupi, Bushi, Ushi, Mushi, Lushi, Bushi, Zushi, Sashi. Sihashi. Tramp, wo kriegt man denn am meisten Geld? In Starfish Island. Die Frage, die ich mir stelle, machen wir... Dias. Ja. Machen wir... Hupe. Machen wir. Genau, machen wir... Bier. Nee, machen wir... Werden wir... Hä? Machen wir... Cool, da ist eine SSD drin. Ja, natürlich. Du Blitzmerker. Die wackelt halt so. Machen wir aus dem Drogengeschäft hier, machen wir da einen Extra-Part oder machen wir denn danach gleich irgendwas im Anschluss? Ich würde mal sagen, wir machen einen Extra-Part. Okay, gut. Weil das schon ziemlich langweilig ist eigentlich. Also. Musst du jetzt in einem Zug 50 schaffen? Jo. Ohne verhaftet zu werden. Wobei, ich würde vielleicht vorschlagen, hier erst die Drogen verkaufen. Jetzt haben wir schon 2 Sterne. Fuck. Und da sind sie auch schon. Wir müssen hier weg. Mach die Sirene aus. Geht nicht. Oder? Geht nicht, ne? Aber nicht, dass du umkippst. Mach Fotzi. Ja. So ein Polizeistern. Hey, wie schüttelst du die ab? Du schaffst da keine 50. Entweder umlackieren oder Polizeistern. Und du musst immer eine Pause einlegen. Kannst du umlackieren? Oh, ich denke schon. Wo ist denn eine Lackiererei? Ja, links, ne? Ja, links, auf der anderen Seite. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir hier die Drogen verficken. Auf gut Deutsch, die Drogen verticken. Und dass wir danach noch das Motorradrennen machen. Und dann ist gut für diesen Part. Okay, einverstanden. Gut, freut mich. Nicht. Nee, ich hole lieber den Polizeistern, statt umzulackieren. Alter, habe ich da einen Platten oder wie so fährt? Ja, ich habe einen Platten. Ja, doch, hier, ne? Ich lasse jetzt mal. Ist doch kacke. Da ist nochmal ein Polizeiwagen da vorne. Und, Alter, guck dir das mal an. Ich glaube, die Musik zieht die Polizei an. Geh mal Aspirin ein. Schnell! Alter, was? Ich würde am liebsten alle wegbähen. Big Bang. Unsere Wagen auch kaputt. Also Leute, Drogen verkaufen ist das Dämlichste, was ihr machen könnt. Die hinken uns hier am Hacken. Die wollen mit uns gewiss keinen Kuchen backen. Wo sind wir hier? Weißport, oder? Boah, da bei deinem PC arbeiten schon 2 Lüfter. Boah. Hast du schon mal alle? Nee. Sag lieber mal die Temperatur, die Höchsttemperatur. Und? Das ist Freitag. Nee. Steht das da echt drauf? Ja. Das kann nicht sein. 37 Grad. Ja, ne? 37 Grad und es wird noch heißer. Nee, das Lied heißt auch 36 Grad, ne?
36 Grad und es wird noch heißer. Macht die Musik nie wieder leiser. 36 Grad und es wird noch heißer. Macht die Musik nie wieder leiser. 36 Grad und du bist ne Fotze. Ich hock mich gleich vor die Klotze. Ja, gut. Das ist echt langweilig, Alter. Aber wir müssen es machen. Da haben wir eigentlich fast alles, ne? Richtig, fast 100%. Komm, das zählen wir noch durch hier. Ah, dann können wir es vergessen, Mr. Andreas. Ja, das glaube ich auch. Nicht. Wenn wir es nicht ausgemacht hätten, hätte ich mir morgen mit dem Walkie-Talkie fertig gezeigt, die noch einhaken. Da ist ja meine Eltern da. Deine Eltern ist da, da. Deine Eltern ist da, da. Da, da. ja, Chicken McNuggets, das ist schon cool. Ja, Chicken McNuggets. Wird Zeit, dass du dir was anziehst. Chicken macht dich nuggig. Chicken macht dich nuggig. Und dein Arsch wird immer schön knackig. Ja, ich weiß. Nackig und... Was glaubst du, wenn wir 1 Million Zuschauer hätten? Hätten Fahrradketten. Wie viel Hater hätten wir dann? 7,5 Millionen. Hä? Wenn wir 10 Millionen, nein, 750.000 meine ich, pardon. Wenn wir 1 Million Zuschauer hätten, dann hätten wir bestimmt 750.000 Hater. Warum so viel? Ja, hör doch mal, was wir hier vom Zeug quatschen. Wahrscheinlich seid ihr behindert, seid ihr irgendwo ausgebüxt. Nein, das sagen nur so wie Wassermelonen zu Hornsohn. Ja, so eine Wassermelone, die... Ja, der das Wasser ausläuft. Ja, die ganz feucht und nass ist immer die ganze Zeit. Nein, die ganze Zeit feucht und nass war, aber austrocknet. Denn das Hirn von der Wassermelone... Oh, fahr zu. Fuck! Keine Lust. So. Hey, gut, ne? Wir sind im Wagen. Wir haben die Hälfte erreicht. Und was haben wir bekommen? Eine Verhaftung. Wir machen jetzt ein Motorradrennen und dann. Machen wir final. Nee, kein Anmal. Final an. Ich bin gekränkt. Ich glaube, deine Hose hat vibriert. Ja. Hä? Hä? Hm. Das gibt's ja gar nicht. My Bitch hat mich angecallt. Angecallt. Ja, mal Cowboy. Cowgirl. Cowgirl. Ah, jetzt steht's, Motorrad, da. Cowgirl. Cowgirl. Girl. 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 Gül. Das ist natürlich das beste Wetter rausgesucht, um das zu machen. Selbstverständlich. Auf dem nassen Rasen kann man auch bumsen und blasen. Ja. Jetzt ist der Rasen nass. Dann. Spaß. Ficken, Bumsen, Blasen. Alles auf dem Rasen. Ficken, Blasen, 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 Spatz. Spatz? Das ist auch mein Scheiß. Oh! Das war falsch. Das war falsch. Irgendwie. Gefällt mir das nicht. Ich sehe irgendwie nichts. Wird Zeit für den Spielemodus. Übrigens, das sieht man nicht im Video. Ja, ich weiß. So, jetzt. Wofür gibt's von Samsung einen Spielemodus? Das ist geil. Machen wir noch die Rollladen runter. Wir haben halt auch an den Zocker gedacht. Das finde ich halt schon cool. Ja, es ist ja ein Bildschirm zum Zocken. Hab ich...
Ja, habe ich. Warte, Fahrradkante. Nein, das gibt's nicht. Uschi, Muschi, alte Otze, Fotze. Oh, halt. Was für ein Ding? Spring, sprang, sprung. Wie hieß die Medizin von Pippi Langstrumpf? Auch irgendwie was mit P. Es ist schon wieder, dass wieder so ein knappes Ding wird. Aber ich bin momentan besser in der Zeit wie du. Das könnte was werden. 20 Sekunden. Nee, das wird nichts mehr. Aber der Anfang war nicht übel. Fotze, sollst du mich an die Fotze schicken? Bei. Oh. Ja! Yes, man! Leck mich am Arsch, Alter, das ist ja wirklich. Auf die letzte Sekunde wie beim Bootrennen. Nee, im Bootrennen war es wirklich die letzte Sekunde. Ja, okay, was jetzt? So, dann gehen wir noch zum Pole Position. Können wir machen wir jetzt gerade auch noch. Ein bisschen Nutten befummeln. Ja, das ist. Ich hoffe, dass die nicht ansteckbar sind. Dass sie nicht krankhaft erkrankt sind. Oh, das Telefon, das ist doch. Das ist scheiße. Das ist kacke. Tja, mein Callgirl, was mich gar nichts kostet. Kostenlos. Das ist geil. Das hier sieht aus wie irgend so ein Autorennen-Ding, aber nicht wie ein Stripclub. Das ist nur Tarnung. Tja, Pole Position Club. Wo gehen wir denn hin? Gehen wir da rein? Ich glaube, die Auswahl ist nicht. Umschalten, das hier geht zum Beenden. Ja, die sieht gut aus. Und wir langweilen uns in der Loge. Ja, wir gehen rein. Ja, und wie stecken wir der was zu? Gucken wir, ob es davon automatisch gilt. Ne, wir müssen warten. Bei GTA 5. Ja, das war ja eh. Müssen wir das zensieren? Nee, Moment. Wie war das nochmal mit 18 und Brüste? Sieht man da die Brüste, ja? Dann müssen wir es ja ab 18 machen. Ja, du bist lustig, das Spiel ist ab 18, müssen wir sowieso machen. Ja, ich weiß es. Wir müssen es eigentlich nur. Guck mal. 1, 2, 3. Bald haben wir hier eine 4. Ja, über was quatschen wir denn? Ja, wir haben da die scheiß TUS vor uns. Tanzt und ich weiß nicht mal, ich glaube, wir müssen da jetzt 10 Minuten warten, bis die fertig getanzt hat. Oh, ich weiß ja nicht, aber was können wir, was müssen wir? Ich hab's. Wenn du doch schon mal 100 Euro dabei hast, dann kannst du dir ja gerade. Gerade. Ja. Gerade. Ja. Gerade. Ja. Oh, ein geänderter Preis. Reduziert. Ah, ich kaufe mir übrigens noch eine längere Steckdosenleiste. Ja. Die ist gut. Von Schwabe über Spannungsaluminium Steckdosenleiste. 20 Euro, 8 Steckplätze. Kann man nichts zu sagen. Hagebau, der ist voll teuer. Da kostet so eine Steckdosenleiste 30 Euro. Die Farbe, die ich gekauft habe, 10 Liter, haben 40 Euro gekostet. Dann gab es noch welche für 50, das war das Mittelding. Und 60 war das Höchste. Das ist krass, gell? Interne, willst du da auch Samsung? Festplatte? Ja. Das ist mir eigentlich egal.
Von Samsung gibt es ja keine, wie gesagt. Also die sind von Da kannst du mal gucken. So, ich kaufe die für 55. Nee, die sind zu warm. Ich kaufe mir eine SSD. 500 GB. Gut. Ja. Nee, ich bin zu teuer. Ja, du musst schon eine HDD 2 Terabyte, oder? Nee, ich kaufe mir ein Dildo. Das war der beste Witz aller Zeiten. Übrigens, der war themabezogen, der Dildo. Geht das endlich vorbei? Ich will, dass ja. die aufhört. Genau, im wahren Leben wirst du sagen, oh, schon zu Ende und hier im Spiel, wann ist denn die alte fertig hier? Leck wieder am Arsch, oh, Alter. 2 Terabyte. Kostet? 30. Autsch. Das tat wie? Ich kaufe eine Terabyte, die ist günstig. Billig und billig, das ist der Tramp auch. Nee, aber ich krieg jede. Oh Mann, leg mich am Arsch hier. Was ist denn das für ein Saustall? Das ist kein Saustall, das ist ein Kuhstall. 250 GB HDD für 116 Euro. Puh. Vergiss es. Alter, ne. Mit 2 Terabyte HDD mit 7200 Umdrehungen, die wäre nicht schlecht. Kostet? 110. Die andere hat 130. 110, das passt. 20 Euro einkaufen, 110 die Festplatte. 2 Terabyte, schnelle HDD. Aber musst du wissen. Let me see again. Aber ich mag das am Tablet jetzt so, ich muss am PC gucken. Am PC gucken, ja. Das kannst du machen. Da werden sowieso andere Ergebnisse angezeigt als auf dem Tablet, das wissen wie viele nicht. Das ist voll komisch gemacht, aber die wollen halt auch, weißt du, Money on their... Feste, ne? Ja, wir können sie ja mal trotzdem in den Warenkorb tun. Was ist das für eine gewesen? Penis. Penis. Wie viel musst du da ausgeben? Weiß ich nicht. Wir geben jetzt einfach noch die 400 aus und dann ist gut. Alter, 4 Terabyte. Willst du die? 170. Alter, die brauche ich. Und die kostet nur 60 Euro mehr. Und du hast das Doppelte. 4 Terabyte. Willst du das? Das ist mir zu viel. Ja, dann brauchst du keine mehr. Keine zweite. Boah, ich nehme jetzt mal 2. Jetzt überleg doch mal. 60 Euro Aufpreis und du hast das Doppelte. Ja, das ist schon ziemlich reizend. Ne? Ja, aber das musst du wissen. Überleg's dir, du bist selber schlau. Hoffe ich doch zumindest. Ich leg dir mal die 4 Terabyte rein, die kannst du ja dann noch ändern. 4 Terabyte. Alter, wenn ich die kaufe, da habe ich 4, 5, 6, 7, 7 Terabyte. 7. Und dann noch die externen 7 und 4 macht 11 Terabyte. Dann habe ich doch die hier, 12 Terabyte, die kaufe ich. Ja, das ist ja wirklich krass. Gell, so Festplatten, die muss man schon neu kaufen. Gebraucht, sehr gut, kannst du die nicht drauf verlassen. Nee. Wenn die schon mal runtergeplumpst ist. Mhm. Wow, die hat super Bewertung, 140, davon 4,5 Sterne. Die ist gut. Wie kostet die? Hm. Ich verstehe es nicht. Wieso ist die 840 Evo teurer als die 850 Evo? Die gibt es nicht mehr. Boah, 440.
Wenn du dir eine 850 Evo kaufst, zahlst du 360, 80 Euro weniger. Wie kann das sein? WLAN-Stick. Ist das ja was für dich? Oder das? Ich kaufe mir Fritz. Ja, das ist dann genau dasselbe Ding, wo ich hab. Ja, genau, den brauche ich. Aber so richtig. Und du weißt ja, du musst dann nur die CD installieren, den hier da reinstecken in USB. Ja, und dann hast du es, ne? Ja. Was hat denn hier der im Lieferumfang? Für WLAN 300 Mbit. Mit Stick und Surf sicherem WLAN ohne Konfiguration. Automatische Übernahme WLAN-Sicherheitseinstellung der Fritzbox. WPA-Software zur Steuerung. Lieferumfang: Fritz WLAN USB-Stick und Standfuß. Ja, das ist genau dasselbe Modell, wo ich habe. 17 Euro. 300 Mbit. Alter, ich habe 30 gezahlt für das Ding. 30! Aber ich habe es auch im Kessler gekauft. Ja, ist klar, okay. Die verdienen ganz schön durch uns. Leck mich. Die Nutten. Die Nutte. Oh. Ja gut, wenn wir natürlich zu mehrere gehen, dann verdienen die Nutten ziemlich viel. Das haben wir, glaube ich, genug irgendwann. Ich weiß, so sicher ist sicher. Zum Schluss haben wir doch zu wenig und dann sind wir gefickt. Richtig. Nochmal Nutten angucken. Und ich kaufe mir das hier. Für meinen Fernseher. Das ist wirklich geil. Ist die sogar von Samsung? Ne, die ist für Samsung, aber nicht von Samsung. Von Danedo. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich die von dem Kino-Ding nehme. Die hätte da noch hier so Touch-Dingens. Oder ob ich die hier nehme. Ich weiß es noch nicht. Ja. Boah, 600 Euro sind ja wieder drin. Leck mich am Arsch, Alter. Das ist auch eine halbe Tausend, ne? Alter, Walter, jede Schwede. Okay. Du weißt ja, wenn man Tom Clancy The Division vorbestellt, bekommt man ja definitiv Zugang. Ist das nur, wenn du das online kaufst oder auch hier auf Amazon, wenn du dann was in der Hand hast in Form von CD? Oder gilt das bloß für den Download? Ich meinst du den Zugang zu der Beta? Ja, die bekommst du als Vorbesteller gewiss. Mhm. Es ist die Frage, als ob auch so als Vorbesteller von so einer Box oder ob das nur für Vorbesteller für Downloads gilt. Das ist eine gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Ich kann sie auch noch nicht beantworten. Was meinst du, lohnt sich hier die... Was ist das? Armband. Die Box. Schwierig zu sagen, aber ich würde mal... Also... Wenn du die Uhr nicht willst, dann wahrscheinlich nicht. Die kann ich dir verkaufen. 50 Euro und sie gehört dir. Nee, so machen wir das nicht. Ich hab 60 Euro. Ich habe eine Uhr für 130 Euro. Ja, aber das hier ist eine Tom Clancy Uhr. Eine The Division Uhr, das ist was ganz Besonderes, nicht so wie das. Die ist auch ganz besonders. Gesonders? Gesondert. Gesondert. Ja, die Steckdosenleiste, den Stick, den kaufe ich nicht. Der ist auch ziemlich teuer, so ein Samsung-Stick für 40 Euro. Was? Sims 4 an die Arbeit, weißt du, so ein WLAN für Fernseher. Der Fernseher hat WLAN. Ja, aber der braucht ja eine Verbindung, entweder durch Stick oder durch Kabel. Der hat WLAN. Der hat WLAN. Du machst wie bei deinem Handy, lockst du dich ins WLAN ein und fertig. Kein Stick. Ja, aber das geht ja gar nicht, denn wenn ich nämlich in das Menü gehe und dann auf Smart TV, dann geht das nicht wegen keiner Internetverbindung. Also für den unten? Ja. Ach so, ja, das geht nicht.
Ja, eben, deshalb brauche ich ja den Stick. 300 Euro, alter Schwede. So, jetzt reicht's. Aber hallo, hey, 500 sind wir bald. Gut, ich hoffe. Okay, wir drücken. Wir drücken und. Ja, Pole Position. 4000 pro Tag. Yes! Das ist natürlich speichern, gut. Speichern, mein Freund. Ja, meine Freundin. Wir können ja nicht. Doch, da können wir speichern. Das sehe ich. Ja, nee, wir fahren. Nee, wir fahren jetzt zur Villa. Zur Villa Kunterbunt, zur Pippi Langstrumpf. Und zwar rückwärts. Genau, rückwärts. Wir fahren nicht aufwärts, sondern wir fahren abwärts. Wir fahren nicht rückwärts, sondern wir fahren vorwärts. Wir fahren S3. Wir fahren S3. Du, ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir zu dir nach Halsweh fahren und da shoppen? Da können wir auch in den Edeka und dann können wir gerade den PC mitnehmen. Dann hättest du den gleich zu Hause. Nee, das kann ich jetzt sowieso nichts machen. Wieso? Weil ich keine Zeit dazu habe. Ich komme mal vorbei. Und wann? Irgendwann so in ein, zwei Wochen. In ein, zwei Wochen. Da hast du dann wirklich keine Zeit mehr. Ja, aber ich habe jetzt auch keine Zeit, also von dem her ist es scheißegal. Ja, aber dann hättest du ihn bei dir, dann müsstest du nicht extra vorbeikommen. Das ist egal. Das ist egal. Du bist ja auch lustig. Naja, egal. Muss ja du wissen, ich hätte dir das Angebot gemacht. Ja, sehr gutes Angebot, aber ich lehne es ab. Sehr gute Angebote nimmt man an, mein Freund. Die lehnt man nicht ab. Du kannst gar nichts. Du kannst nicht mal das ABC. Und jetzt, ich kann mal einen Realschüler, der konnte wirklich nicht mal das ABC. Ein Realschüler? Jo. Was macht er auf der Realschule? Gammeln. Speichern. Speichern, genau, das macht er auf der Realschule. Ja, hier, ne? Ah, jetzt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und bis zum hoffentlich spannenderen nächsten Mal. Definitiv. Ciao, Maui!